Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mit einem etwas leidigen Thema, aber einem Thema, an dem keiner so wirklich vorbeikommt, der sich mit Fruchtwein oder Metherstellung in Gärballons beschäftigt. Betroffen sind wir alle und deswegen dachte ich mir, kann hier ein kleines Video dazu nicht schaden. Worum geht es? Ihr habt es im Titel schon gesehen. Natürlich die Reinigung von Gärballons. Ich habe aus einem Projekt, das Video dazu wird in absehbarer Zeit folgen, es wird noch etwas dauern, da das etwas aufwendiger ist. Hier noch einen gerade frisch geleerten Gärballon übrig. Ihr seht, unten hat sich eine große Trubschicht angesammelt und auch hier oben haben wir starke Verunreinigungen. Das sind in diesem Fall Hopfenharze. Ich habe einen Ansatz mit Hopfen vorbereitet gehabt und bei der ersten Gärung entstehen durch die Aktivität der Hefe hier solche Hopfenränder und Ablagerungen. Die sind besonders schwierig zu reinigen, da sie eben, wie gesagt, aus Harzen bestehen, das heißt auch gewissermaßen klebrig sind. Die Reinigung ist mit der von mir hier jetzt gezeigten Methode allerdings trotzdem kein Problem. Zuerst einmal kommt der Gärballon in das Spülbecken. Bei Weithalsgärballon sieht das Ganze etwas anders aus. Hier kann man ja problemlos mit der Hand hineinlangen und mit einem Schwamm reinigen. Bei solchen Enghalsballons ist das schwieriger. Hier muss auf jeden Fall eine Bürste zum Einsatz kommen. Ich habe hier eine spezielle Weinballonbürste. Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben so gebogen ist, womit man auch in die Rundungen gut gelangen kann. Eine gerade Flaschenbürste hätte den Nachteil, dass sie gerade drin steht und zum Beispiel hier der obere Bereich kaum zu reinigen ist. Ihr müsst jetzt keine Spezialbürste kaufen, sondern könnt euch auch eine handelsübliche gerade Flaschenbürste entsprechend zurechtbiegen. Bei den meisten ist das kein Problem. Wir beginnen einmal damit, dass wir etwas Spülmittel einbringen und den Ballon einmal etwa zur Hälfte mit heißem Wasser füllen. Heiß ist hier allerdings relativ. Bedenkt, dass ihr es mit Glas zu tun habt, deswegen bitte jetzt nicht direkt kochendes Wasser einfüllen. Ich nutze normalerweise Wasser, das sich warm anfühlt und sich eben so bei etwa 40 Grad geschätzt bewegen wird. Wenn wir den Ballon befüllt haben, können wir auch schon die Bürste zum Einsatz bringen. Das Einfädeln ist etwas mühsam, aber ab dann funktioniert das ganz fehlerfrei. Einfach von unten nach oben bewegen und dabei den Ballon einmal um die eigene Achse drehen. Normalerweise sollten sich dann schon alle Anhaftungen gut gelöst haben. Wir können das dann auch noch einmal mit einem letzten Blick kontrollieren. Nun sind wir einmal rundherum und wie ihr hier schon erkennen könnt, sind hier kaum noch Harzanhaftungen vorhanden. Falls ihr noch welche feststellt, einfach noch einmal schnell drüber bürsten. Beim Herausnehmen der Bürste solltet ihr vorsichtig vorgehen, wenn ihr keine Sauerei produzieren wollt. Die Borsten werden sich hier jetzt wieder auseinanderspreizen, deswegen sie einfach mit der Hand auffangen und dann langsam ausbreiten lassen. Ansonsten verteilt ihr euch den Spülmittelschaum in der gesamten Küche. So funktioniert das ganz ohne Spülmittelspritzer. Um die Wasser- und Spülmittelreste aus dem Gärballon zu bekommen, habe ich mir hier zwei Schwämme bereitgelegt. Die kommen nicht im Ballon zum Einsatz, sondern dienen einzig und allein als Stütze. So kann ich den Gärballon nämlich hierher legen. Er kann schön abfließen, ohne dass er hier großartig hin und her rollen kann. Das Problem, was wir haben, ist, dass sich hier jetzt die ganzen Schaumreste noch im Gärballon befinden. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich euch vielleicht etwas zeigen kann, das für euch interessant ist und eure Arbeit sehr verkürzen kann. Die bekommen wir nämlich mit relativ wenig Aufwand sehr schnell hier aus dem Ballon entfernt. Für diesen Zweck habe ich mir nämlich eine Art Wasserlanze gebaut. Dafür kommt dieses Gerät hier zum Einsatz. Das ist ein Schlauchanschlussadapter, den man hier mit diesem Perleinsatz an so gut wie jeden handelsüblichen Wasserhahn anschließen kann. Dann kommt noch ein Stück Schlauch dran. Und dieses Schlauchstück stecken wir nun in den Gärballon. Einfach nur noch Wasser aufdrehen. Und schon wird der ganze Schaum mehr oder weniger von selbst aus dem Gärballon gespült. Dauert natürlich auch eine Weile,
Aber es ist weit schneller, als wenn wir hier den Ballon jedes Mal mit frischem Wasser füllen müssen und dann wieder ausleeren. So auf dem Kopf stehend wird der Schaum mit dem abfließenden Wasser einfach mitgenommen. Wir versuchen natürlich, alle Seiten gleichmäßig zu reinigen, drehen den Ballon entsprechend und entfernen auch die letzten Spülmittelrückstände. Für die Reinigung der Außenseiten einfach etwas Wasser. Ihr könnt auch einen der Schwämme natürlich benutzen und einmal kurz drüber wischen. Normalerweise dürfte sich an den Außenseiten ja auch nichts befinden, was problematisch wäre, da die Gärung ja nur im Inneren des Ballons stattgefunden hat. Noch einmal ausleeren, dann kurz abtrocknen und schon sind wir fertig. Und das Ergebnis ist ein wundervoll sauberer Gärballon, frei von Rückständen der letzten Befüllung. Das war es dann auch schon, mehr ist nicht zu tun. Wie ihr gesehen habt, mit Erklärung maximal 3 bis 4 Minuten Aufwand. Ohne dabei etwas zu erklären, schafft man es wahrscheinlich auch in 2. Und das ist jetzt wirklich keine Zeit, wo ich mir sagen würde, dass man sich darüber Gedanken machen sollte und dass es so ein extremer Arbeitsaufwand ist. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video etwas mitnehmen. Vielleicht hat es dem ein oder anderen von euch die Reinigung der Gärballons doch etwas vereinfacht. Wie gesagt, die Idee mit dem Schlauch ist ziemlich praktisch anzuwenden, weil wir hier nicht ständig den Ballon wieder mit frischem Wasser füllen, schütteln und ausleeren müssen. Es geht einfach bei Weitem schneller. Es bleibt nur noch, mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.